Hallo zurück bei Pokémon Silber und mir bei dem Versuch, meinen Namen wieder reinzuwaschen. Ich bin hier, um zu kontrollieren, ob es auch funktioniert. Während Philipp jetzt erstmal hier wieder einen Huthut bekämpft, um seinen Fiegelcast, der ja in der letzten Folge auf Level 6 angestiegen ist und seitdem die Rauchwolke beherrscht, noch weiter nach oben zu treiben. Ja, Moment, jetzt erstmal ist das alles nur Button-Mashing, die ganze Zeit nur A drücken und Tackle machen. Auch komisch, dass, was heißt komisch, aber im Deutschen steht da ja immer KP. Körperkraft ja, oder was auch immer. Kampfpunkte. Das fand ich auch immer komisch. Ja, verstehe ich auch nicht. Was sagst du denn? Ich wollte eine Pause einlegen, darum habe ich meinen Spielstand gespeichert. Ach, diese unauffälligen Tutorials. Was ist denn da oben in dem Haus? Da kommt man auf eine andere Route, die man aber nicht hochlaufen kann. Ach so, okay. Ich glaube, da könnte ich mir später einen Kleinstein holen. Mhm, okay. Das ist krass, dass du dich immer noch so gut an das erinnern kannst, weil bei mir ist das 12 Jahre her oder so, oder 13 oder 14. Ich habe... Nee, so lange ist das bei mir nicht her. Ich habe das, glaube ich... Ach so. Also jetzt so lange, also jetzt auch nicht wirklich kurz, aber 15 Jahre bestimmt nicht. Also das ist bestimmt schon noch... Vor 10 Jahren oder so habe ich das bestimmt. Außerdem habe ich die Remix ja auch gespielt. Ja. Ach so, okay. Ja, Hard Gold und Soul Silver. Es tut mir übrigens leid, wenn ich ein bisschen leise manchmal rede heute. Aber ich habe einen super Kater von gestern. Nein, wir sind alle Nerds. Was Philipp meint, er hat gestern zu lang gezockt. Genau. Hat viereckige Augen. Bekommen. Nee, ich hatte gestern Betriebsfeier. Die ging lang und war fies. Feucht. Feucht, ja, fröhlich, ja. Vor 24 Stunden noch Sauf, Sauf, jetzt Hut, Hut. Ich wollte irgendwas anderes sagen. Das ist, ja, Ratsch gibt's auch noch. In meinem Kopf hatte ich das Gefühl, ich komme gleich auf irgendwas, aber das ist, dem war nicht so. Kein Problem. Ja, aber Radfratz sieht schön aus. Mhm. Das ist echt cool, dass die ganzen Farbinformationen ja korrekt gespeichert sind. Ja. Also nur für die Kämpfe zwar. Ja, aber nichtsdestotrotz, Radfratz so lila, du hast da deinen Feuerrücken mit als Feuerriegel. Sind das eigentlich, wie war das? Sind das wirklich bewegliche Flammen? Oder sind das so, ja, Stacheln? Der presst die sozusagen raus. Ah. Wenn der in Gefahr ist, wenn der normal rumläuft, hat er gar nichts auf dem Rücken. Okay. Sondern nur irgendwie so zwei Löcher oder sowas. Oh, schon Level 7. Und das ist auch das erste Spiel, wo die diesen EP-Balken eingebaut haben. Oder XP-Balken. Dass man sofort sehen konnte, ob vielleicht schon im Kampf, ne, etwas passiert. Das fand ich auch super, dass man dann nicht immer Start drücken musste und gucken musste, wie viel Erfahrung braucht ihr noch. Okay. Ja, das sind wirklich ganz unauffällig gesteuerte Hinweise darauf, dass die Tageszeit eine Rolle spielt. Mhm, und hier kann ich die Stufen runterspringen. Die Stufen sahen übrigens bis in die letzte Generation, glaube ich, für mich nie wie Stufen aus. Nee, also so seitlich, dann erkennt man das ja wohl, ne? Aber das hier, das waren für mich immer irgendwie Baumstämme, ja, oder so. Ja, da sind die Sprites auch echt nicht sauber. Ja. Das sieht, das ist ein bisschen liebelos. Ja, okay, ne? Gameboy halt, ne? Ja. Ich glaube, mit dem muss ich reden, ne? Du bist doch ein Anfänger, oder? Das ist okay! Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Wenn du willst, bringe ich dir ein paar Tricks bei. Ja, also gut, folge mir. Ja, alter Mann. Den ich noch nie gesehen habe. Ja, als kleiner Junge folge ich dir gerne, damit du mir ein paar Tricks zeigen kannst. Wieso, wir sind ja sonst nicht so, aber wenn Pokémon läuft, scheinen wir pervers zu werden, oder? Ja. Vielleicht, weil das so unschuldig ist, das Spiel. Ja. Scheinen wir unser übliches Niveau zu verlassen. Ja, wir sind ja sonst, das ist ja sonst so hoch ist. Wir sind ja sonst eher die Seriösen bei Remastered und hin und wieder scheinen wir abzugleiten dann. Aber es ist okay.
Das macht uns doch nur menschlich, ja. Ja. Schön, dass, dass der Mann dich einmal durchs komplette Dorf führt. Ja, und hier kommt das Wichtigste raus. Das ist mein Haus. Danke, dass du mir Gesellschaft geleistet hast. Lass mich dir ein kleines Präsent geben. Du siehst es drin. Kartenmodul. Hurra, jetzt kann ich eine Karte angucken. Ja, das Spiel ist auch da wieder etwas zeitkritisch. Ne, die alten Menschen, immer mehr ältere Menschen, immer weniger Leute interessieren sich für sie. Die Jugend denkt nur an sich. Hm. Und deswegen war der Mann echt glücklich, dass du ihm den Tag lang durchs Dorf begleitet hast. Obwohl ja in Japan doch, glaube ich, alte Menschen immer noch sehr hochrangig sind, oder nicht? Ja, bei uns werden sie auch in der Regel mit Respekt behandelt, aber was sie letztlich dann tun... So, jetzt gehe ich hier rein und raub ihn aus. Hör mal zu, Alter. Als ich doch ein Junge war, war ich ein richtiger Heißsporn. Ich gebe dir einen Rat, fange viele Pokémon. Behandle sie alle mit Freundlichkeit. Auch hier muss ich wieder sagen, dieses eher längliche Bananenhaus und die innere Ausstattung oder die Innenausstattung des Raums passen nicht zueinander. Mhm. Machen sie wieder fit. Okay, wir benötigen deine Pokémon. Dein Pokémon war noch voll geheilt. Nee. Doch, das letzte, was passiert ist, ist dein Level Up gewesen. Da werden die nicht geheilt? Doch. Nein. Beim Level Up wirst du geheilt. Nein. Man kriegt ein paar KP dazu, weil die KP wachsen. Aber man wird nicht komplett geheilt. Bist du dir sicher? Ja. Okay. Hundertprozentig. Wir gucken uns das gleich nochmal in der Zeitlupe an. Was denn du mit deinen Zeitlupen, Männer? Ja, weiß ich nicht. Like, comment and subscribe, würde ich da mal sagen. Ja. Bow, 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 bow. Ja, hier können wir könnten wir eventuell ein, wie heißt es, Ariados. Ne, ich glaube, das ist die Weiterentwicklung. Das Spinnen-Pokémon auf jeden Fall fahren. Ah, okay. Also auf der Route jetzt über den Kaff, ja. Mhm. Ja, so wie Philipp sich hier durchschlägt, könnte das ja glatt ein Speedrun sein. Ja, im Moment ist ja nicht viel zu tun. Ich muss jetzt finde ich auch gut. Pokémon kommen. Und das wer sitzt denn da? Pokémon. Das ist Mr. Pokémon. Und wer steht denn da in der Ecke? Herb erhält Rätselei. Von einem unbekannten Mann. Vielleicht ist das ja auch eine Art Wortspiel im Deutschen. Eine Rätselei. Hm, vielleicht. Oder meinst du wirklich, dass das im Englischen auch irgendwie Puzzle-Egg hieß? Nee, ich glaube, das war Mystery-Egg oder so. Ja, ne, deswegen finde ich das so seltsam. Mysteriöses Ei. Mysteriums-Ei. Ja, wahrscheinlich war das zu lang gewesen. Wahrscheinlich, ja. Da haben sie es Rätselei genannt. Es verlinnt eine Kapazität. Professor Eich schätzt ihn. Und Professor Eich hat wirklich sehr hohe Ansprüche an seine Kollegen. Und wenn der jemand schätzt, dann heißt das was. Professor Eich. Eich, sei schon Eich. Professor Eich. Professor Eich. Professor Eich, der nicht mal weiß, wer ein Junge oder ein Mädchen ist. Ja, der ist halt so sehr in seinen Pokémon. Professor Eich? Aha, du bist also Merv. Mein Name ist Professor Eich. Ich bin von Beruf Pokémon-Forscher. Ich besuche gerade meinen alten Freund Mr. Pokémon. Und komischerweise habe ich in meiner jahrelangen Forschung noch nie herausgefunden, dass Pokémon Eier legen. Ja, aber vielleicht ist ja eine neue Spezies entdeckt worden. Ist ja auch ein anderer Kontinent. Und wenn die jetzt gerade erst E-Mail haben... Aber irgendwie müssen die doch wissen, wie Pokémon sich reproduziert haben eigentlich, oder nicht? Wird das denn im Spiel als neue Forschung verkauft? Oder ja, ist das nicht. Okay. Das ist ja das allererste Mal, dass das Ei gefunden wird und da ist dann ja Togepi drin. Ja, vielleicht waren ja die Pokémon klug genug, ihre Fortpflanzung vor den Menschen zu verbergen. Vielleicht. Haben es immer nur heimlich gemacht, nachts in der Höhle. Und dann dachte man immer, Pokémon sind einfach da plötzlich oder was? Genau. So wie Dinos.
Und vor allen Dingen, dass man auch jetzt erst herausgefunden hat, dass Pokémon Geschlechter haben. Ja, aber in den sie haben zwar unterschiedliche Sprites, glaube ich, aber sie unterscheiden sich ja nicht wirklich im Aussehen. Nee. Vermutlich ist das dann relativ schwierig gewesen. Meinst du nicht, dass irgendein Forscher mal geguckt hat, ob Pokémon einen Pimmel haben? Ich glaube, dass von vornherein Pokémon sehr viel Respekt genossen haben. Okay. Du siehst es ja auch, ne? Sie werden immer gut behandelt, werden wieder gefangen. Ja, ja, und also müssen Kämpfe austragen. Also hat man erst eine aufwendige Technologie entwickelt, um die Pokémon klein zu machen und einzufangen. Und dann wäre es irgendwie unmenschlich gewesen oder unpokémonisch gewesen, sie zu untersuchen. Mhm. In dieser Hinsicht. Okay. Aber man muss doch über alles Bescheid wissen. Auch hier wieder zeitkritisch. Selbst während man spielt, kommt man nämlich los vom blöden Smartphone. Mm. Oh Gott, Professor Lind. Oh, hier ist ja noch eine Beere. Eine Beere. Hey, das ist ein Obstbaum, hier ist eine Beere. Finde ich strange. Ich finde, Beeren gehören an Sträucher. Ja, stimmt. Beerenbaum habe ich auch noch nie gehört. Ein Erdbeerbaum. Ich habe auch nie Giftbäume gesehen. Echt nicht? Nee. Die sind sehr schön. Wieso nenne ich es nicht einfach Antidotbeere? Zum Beispiel, ja. Weil das kleine Kinder nicht verstehen können. Aber es hat ja auch andere Spiele nicht davon abgehalten. Hieß es nicht mal eine Zeit lang auch bei Pokémon Antidot? Im ersten Teil, im roten Blau? Nee, immer gegen Gift. Okay. Also im Englischen Antidot, ja. Aber. Nee. Übrigens muss ich jetzt schon ein kleines bisschen grinden kurz. Weil gleich unser erster Kampf mit dem mysteriösen Bulli bevorsteht. Dieser dumme Mobber. Ein ganz wildes Ratzfratz. Level 4 aber immerhin, das heißt, da winken viel mehr EP. Mhm. Dafür hält ja auch mehr aus. Ich finde es schön, wenn er dich jetzt einmal schlagen würde. Inwiefern mich jetzt töten würde, oder was? Nee, ich will nur gucken, wie viel KP du jetzt beim Level-Up dazu bekommst. Achso. Ja, du hast recht. Ja. Natürlich habe ich recht. Ich sag dazu mal nichts. Was bin ich jetzt Level 8? Ach, das reicht aber eigentlich. Ich glaube, der hat Level 5 Pokémon noch. Er hat dann aber nicht Endivier? Nee, sondern Kanimani. Dieses blöde Vieh. Das hat mich immer wütend gemacht. Echt? Wieso? Ja, das ist in seiner Art. In dem Anime oder was? Ja, da auch, aber auch so in dem Spiel. Es sah nicht hübsch aus. Ich finde, Endivier war ein Selbstläufer. Nee, ich fand das super. Ich habe ja immer dann direkt schon geguckt, immer dann in irgendwelchen Magazinen, wenn die schon gezeigt haben, was die Weiterevolutionen sind. Ich habe das dann danach abhängig gemacht, was ich auch gesehen habe. Ah, okay, ja, das habe ich. Wie heißt der nochmal? Irgendwas Gator. Den fand ich halt, der sah cool aus. Aber da muss ich sagen, da unterscheiden wir uns, denn ich habe da niemals vorher nachgeguckt. Weil ich meine Pokémon so mag, wie sie sind. Und sie nicht nach dem bewerte, was sie irgendwann sein könnten. Aber ist okay, Philipp. Mit deiner Art werden wir mal gucken, wie weit du kommst. Ja, es gibt ja immer die Leute, die dann immer fragen, möchtest du lieber süße oder coole Pokémon? Und ich wollte halt immer die coolen Pokémon. Okay. Und ich auch. Wahrscheinlich wollte ich auch die coolen haben, ja. Cool und stark. An der Stelle ein kleiner Shoutout an Stefan von Nintendo Fire. Der hat nämlich damals... Vielleicht sollte man vorher erklären, was Nintendo Fire ist. Darüber reden wir vielleicht in der nächsten Folge, denn wir sind jetzt fast am Ende dieser Folge. Ja. Aber ein kurzer Gruß schon mal an Stefan und warum ich diesen Gruß ausspreche, das seht ihr in der nächsten Folge. Und Philipp macht derzeit schon mal den Kampf hier noch fertig gegen Hut. Ja. Und wir sehen uns dann wieder. Alles klar. Bis dann. Bis morgen. Tschüss.